Gott, das wird mir erschrocken. Dann sag ich doch mal Hallo und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Ich bin der Zobach, mit dabei ist der Joe und die Schlumpfine. Hallo, Hallo, Grüße. Ich kann ihn wiedersehen. Sammler, Plane und Wasserfilter. Okay. Super. Ich komm mal. Ich bin mal auf dem Weg. Also ich bin gleich da. Ich, ne? Mhm. Inventar. So, was, wo hast du das denn gefunden? Unter Sammlerplan habe ich hier. Mehr nicht. Okay, aber ich kann den wiedersehen. Was soll er kosten? 7000 noch was. Der ist zu teuer. Das können wir genauso gut abkochen. War das nicht so, was wir gesagt hatten? Ja, ja. Es ist kurios, dass du den siegen kannst. Ich verstehe das nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich verstehe es nicht. Ja, ist schon irgendwo seltsam, ne? Ja. Vor allem, du bist der Einzige, der es sehen kann. Ja. Ja. Ich habe das aber nicht mal so gelevelt wie du. Ich habe da zwar einen Punkt drin. Ja. Aber du hast das ja mehr gelevelt wie ich. Ja. Sie hat bestimmt Hellseher gelevelt oder sowas. Garantiert. Die Sachen, die wir nicht sehen. Ja, schon viele haben wahrscheinlich haben mir so einen Zettel zugesteckt. Stand drauf, gib mir das Zeug, sonst hau ich dir die Zähne an einen. Irgendwie sowas. Ja, Gewalt angedroht. Oder weil ich mit Pistole vor ihm stehe. Hatte vielleicht doch Angst oder so? Ja, vielleicht. Ach ja, das ist garantiert der weibliche Charme. Sicher. Meinst du? Ja, bestimmt. Da können wir gar nicht mit zurecht. Mit sowas. Da ist noch Eisen drin. Da ist kein Holz vor der Hütte. Das kann nicht brennen. Kein Holz drin, das meinst du ja. Ach, war leer? Ist halt auch leer. Auch ich hatte meine letzten 30, 40 oder so, habe ich da reingejagt gehabt. Ich habe nichts mehr. Na, guck mal her, Knabe. Warum hast du nicht so eilig? Hier denn? Nimm mal mit. Was hast du hier noch? Ist das doof? Mann. Aber hier müssen wir bloß noch die Starre machen und dann ist doch gut so, denke ich mal, für die Zombie-Nacht. Ja, ein bisschen Kleinkram noch und dann läuft das hier, ne? Das ist richtig. So, warte mal, wo ist mein Moped ist da vorne? Hoppala. Schlumpfine, hast du noch ein bisschen Holz auf der Tasche eventuell? Ja. So eine Handvoll, kann ich da vielleicht etwas kriegen? Ja. Ach, warte, geht gar nicht. Meine Tasche ist voll. Nee, geht schon. Warte. Warte, den schmeiß ich raus, brauchen wir hier nicht. Ja. So. Dankeschön. Oh, ich noch mal so zerlegen. Warte mal, dann kann ich hier, habt ihr alle ein? Dann kann ich hier in der Schmiede noch ein bisschen Holz reinschmeißen. Mhm. Da muss ja noch ein bisschen was rein. Damit es hier rausbrennen kann, endlich. Ah. Und jetzt wünscht man sich so einen kleinen LKW, ne? So einen kleinen, ne? Kastenwagen. Ja, aber nur so einen ganz kleinen, ne? Ja, genau. Wo alles reinpasst. Brauchst nur einmal fahren. Optimal. Ja, so ein Alberto-Ding. Ja, genau. So ein Dreirad-Apparat. Ja. Das wäre doch mal richtig cool, so ein Teil. Na, aufpassen, aber wenn du da 4 Sack Zement hin reinpasst, hast du vorne keinen Grip mehr. Wenn du da so zu schnell über Ecke fährst, dann liegst du raus, Seite. Ja, dann kannst du die Tür aufmachen, kannst du Rasen pflücken. Genau. Ach, schön. Ja. So. Fest. Schützenfest. So, Baukiste. Was haben wir hier noch drin? Warte mal, Elektrikram, wo war das denn hier? Da kommt die rein. Wo war die Baukiste? Da oben. Die Spikes. Rest Ammo. Da. Das raus. Sorry. Bastelkiste.
Gut, warte mal. Damit raus. Neun Millimeter. Rüstung, Motor mit Medizin. Was war hier drin? Stahl. Die hau ich da noch mit rein. Eine Waffenkiste haben wir auch noch nicht. Jetzt, wo du es sagst. Erstmal raus mit dem Kram. So, schön drinnen bleiben. Hinterher hab. Kohle. Da. Ja. So, was fehlt uns noch? Das und das. Mach ich dann noch mehr, egal. Was habe ich jetzt gesagt, was fehlt uns noch? Kohle. Warte mal, halt anhalten. Was für eine Kiste fehlt uns noch? Warte mal, Autoteile. Waffen und Werkzeug. So, was haben wir jetzt hier noch? Ach, das ist keine Waffe. Das ist eine Waffe. Warte mal, Masterkram. Super Auto rein. Abwurfkiste. Schrot. Ja. Was denn? War doch hier irgendwo. Da. So. Teile. Was war es hier? Restmuni, ne? Das war verkehrt. So, fertig. Ölschiefer. Das ist noch Benzin, Mann. Fehlt uns auch noch. Ah, hier unten ist eine Kiste mehr. Wenn ich alles brauchen für den Kram, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ja, okay. Ist ja wieder mal so, weißt du? Muniteile, gibt das mit rein. Das. Ich hole mich raus, lass mich auch raus. So. Das ist Restaurant. Aber wir haben jetzt alles hier, das ist schon mal fortschrittlich. Das ist schon mal ein kleines Stückchen, ne? Schießpulver, Papier, so. So, da drin, das war der Kram drin. Da schmeiße ich das mal mit rein hier. Der Sand. Glas.
Ach nee, warte mal. Warum passt das nicht? Was gemütlich hier mit einer Fackel an der Wand, gleich schon alles viel. Was ist gleich anders hier? Ja, ist gleich Atmosphäre. Aber was für? So, warte mal, schauen wir mal kurz in die Küche. Ach, was gemütlich, du. Was? Trinken. Alles zum Kochen. Wunderbar. Also Hunger leiden müssen wir nicht und verdursten tun wir auch nicht. Nee, also im Moment sieht ganz gut aus. Meine Garten ist auch vor der Tür. So. Schmiede. Kannst du die bauen? Ich? Mhm. Ich glaube ja. Warte, ich kick mal hin. Ach, was machst du denn da? So. Nee, ich kann sie nicht. Ja, ich kann sie. 50 Pflastersteine brauchen wir, ein Holzklotz brauchen wir, 10 Leder, 3-mal Klebeband. Ah, Klebeband. Und drei kurze Eisengeröhre. Oh. Ja, das müssen wir aber alles haben. Das müsste alles da sein. Ich weiß es nicht. Wenn du gerade eh bei den Kisten bist, wäre es ja vielleicht nett, wenn du das schon mal zusammenlegen würdest. Ja, mache ich. Mit der Anzahl, wie viele Schmieden ich bauen soll vielleicht. Auch das noch. Weil mehr als eine werden wir auf jeden Fall brauchen. Da gehe ich mal ganz stark wieder von aus. Brauchst du fast, ja, eigentlich 3 Stück, ne? Holzklotz. Wie viel brauchen wir jetzt? Was hast du jetzt? 3, ne? Warte, ich will eben kurz auch verfolgen. Warte, ich bin mal gerade überlegen. Ein Holzklotz, ja, pro Schmiede. Ich bin gerade überlegen, wie viel brauchen wir denn da? Wie viel Schmiede? Eine für Stein auf jeden Fall. Ja, ja. Eine für Eisen. Eine für Messing und Kupfer. Ja, aber ich mal 3. Stück. 3 Stück brauchen wir. Ja. Ja gut, das müssen wir eben, ja gut, 3 Stück. Also eine haben wir. Nur mal 2 Stück machen. Ja, was mache ich? Mach mal. Ich fertige das mal an hier. Sammel das mal zusammen, dann kannst du es gleich zusammenbauen. Sehr gut. Vielen Dank. So, warte mal. Eisenblöhr. Leder. Das ist aber auch knapp mit Leder hier, du, mein lieber Freund. Ja, Stoff ist auch ganz wenig, habe ich gesehen. So. Und 50 Pflastersteine. Warte mal, ich wollte doch. Mal hoch hier. War das Kohle? Ach, warte mal, ich muss mal ein paar Pflanzen sammeln gehen. Jetzt hätten wir das abkochen hier. So, ich bin mal ein paar Pflanzen sammeln. Wir brauchen rote und gelbe Pflanzen wieder. Mhm. Ah, Mist. Wollen wir denn ein paar Pflänzchen? Habe ich dir so separat mal reingelegt über dem, sag schnell, über der Werkbank, genau. Ich danke dir. Über der Werkbank. Warte mal, wir brauchen noch eine Werkbank mehr, ne? Ja. Hatten wir nicht immer 2? Ja, wir brauchen, genau, 2. Werkbank. Was brauchen wir da denn für? Die Werkbank, die wunderschöne.
5 Klebeband, was? Das kann doch sein, dass du weniger brauchst, oder? 100 Nägel! What? Ich schau eben, ich sag dir sofort Bescheid. Werkbank. Dafür brauche ich 25 geschmiedete Eisen. Mhm. 20 mechanische Teile. Mhm. 5 Klebeband. 5 Klebeband, 100 Nägel, 100 Holz. Ja. Ja, ich mach das hier, sammle das mal hier zurecht. Das hört sich so cool an. Ach, das hört sich so cool an. Was denn? Diese einzelnen Sachen jetzt, zum Beispiel die Nägel, die hören sich ganz anders an wie das Klebeband. Ach so, ja. Herrlich. Also, mechanische Teile, wo ist das Auto? Da ist das Auto. Und 20. Dau. Warte mal, dann sammeln wir die auch mal ein. Stoff machen. Herrlich. Siehst du, habe ich den Kram auch nochmal für 2 Werkbänke reingelegt. 2? Eine hätte doch gelangt. Nee, 20. Und komm her. 5. Ja. 100 Nägel. Genau, brauche ich denn 50? Also, so. Liegt drin in der Kiste. Kannst du da zusammenbauen, wie auch immer. So, das raus. Eisen raus. Zack. So. Wir brauchen unbedingt den Stahlfriemel, ne? Unbedingt. Ja. Was machst du? Ich? Ja? Ich bin gerade unter Tage. Ah. Na komm her. Warte mal, dann bin ich mal weiter hier. Wenn ich das jetzt gleich hier fertig hab, dann gehe ich Holz schlagen. Ich habe nämlich hier nichts. Ja, nee, das ist richtig. Ich glaube, mal sehen, ob die Schmiede leer ist. Nehme ich das auch mit. Na. Rest, nehme auch mit. Ich bin gerade beim Belegen. Der Gebietsblock muss ja auch irgendwo hin, der Gebietsblock. Ja, unterm Elektronikraum vielleicht. Ja, den könnte ich da unten reinbauen. Der passt hier oben aber auch wunderbar hin. Ich mach den hier oben hin. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt von der Größe reicht. Weil unsere Base ist ja noch nicht ganz klein, ne? Ja. Nicht gerade nur die kleinste. Dann gleich mal gucken. So, ich schau mal, ob die Schmiede fertig ist, dann kann ich auch mit zurück. Sechs Prozent. Wir brauchen Sprit, Mann. Wir brauchen eine Wüste. Ja. Ohne Witz. Und die Tankstelle hat ja auch bloß von 12 bis Mittag auf. Da ist ja auch wieder nichts los hier. Da hinten, okay, wo ist denn dies? So, mein Bettchen habe ich mitgenommen.
Ja, mein fliegt auch schon. Mist. Baumstamm? Och, das dauert ja noch ein kleines Jahrhundert, bis das hier fertig ist. Uiuiui. Ja, wenn wir da gleich ordentlich produzieren können mit mehreren Produktionsdingern da, Schmieden und so. Ja, hier muss aber der Mist muss hier noch raus. Und das Schlimme ist ja, wenn ich die aufsammle, dann ist er weg. Ja. Das ist der Kram ja Fujikado. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier rumliegen wird. Nee, der ist dann weg. Da ist alles weg. Ja, lass ihn mal brennen. Dauert noch 24 Minuten, 113 Minuten. Da ist noch ein bisschen unterwegs. So, was ist da eigentlich drin? Haben wir dann schon, da ist gar nichts drin. Wir bräuchten ja auch mal einen Amboss rein und so ein Krams, ne? Ja. Mhm. Huh. Und Amboss kann ich bauen. Ich glaube, Amboss ist auch nie ein Problem. Ne? Das geht immer ziemlich zügig. Das ist das Erste, was man machen kann, ne? Ja. So. Das stimmt. 3%. Okay. Ich brauche Sprit, Mann. 47. Das Auto ist noch umgerührt. Was? Haben wir was übersehen? Ja. Hm. Da steht doch hier mitten im Wald, ne? Also das kann man ja mal übersehen. Aber cool, dann haben wir die Sachen schon mal hier sortiert. Das ist auch gleich viel schöner. Ja, fühlt sich jetzt auf jeden Fall nach zu Hause an. Ja, ja, vor allem, wenn das sortiert ist, ne? Sonst suchst du dich dumm und dämlich und jetzt hast du das wesentlich einigermaßen sortiert. Das lässt sich auf alle Fälle gleich. Jungs, wo kommt ihr denn alle her? Aber hey, pass mal auf. Fünf ohne Beine hier, du. Aha. Club der Brustschwimmer. Aha. Junge, Junge, Junge. Na komm her. Komm. So, was ist da? Moniteile war hier oben. Auto. Door. Ja. Waffen. Eisenstahl, Metall. Zack. Da war der Kram. Schwupps hier und sortiert. Fertig. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, ob man nicht einfach ein Loch durch die Wand kloppt, wo wir nachher die Messer hinbauen, weißt du? Was ich von hinten machen? Wo die Messer hinkommen, die Schnitzler. Sozusagen. Ja, das von hinten dran kannst du reparieren. Ja, oder zum Verkabeln sozusagen. Ja. Ob das funktioniert, das weiß ich jetzt nicht, aber das müsste eigentlich gehen.
Klar. Da müssen wir uns dran denken, dass wir da noch ein Loch in die Wand kloppen. Coole, na, also coole Sache. So, zack. So, Wasser muss da noch, wir brauchen noch Eimer. Dann machen wir mal meine, Kuscheldecke hin, Schmidli. Ich bin mir gar nicht sicher, ob da. Ich weiß nicht, was geht, also. Ich glaube, der sitzt ja auf dem Klotz. Ja, ja. Genau drauf. Deswegen eine 1x1 Fläche. Ich glaube nicht, dass du den dahinter wegnehmen kannst. Nee, wegnehmen kann ich ihn nicht. Will ich ihn auch gar nicht. Bloß, also wenn ich, der sitzt ja auf 3x3. So, und wenn ich den in der Mitte wegnehme, in der Mitte den Klotz rausnehme. Der sitzt auf 3x3? Ja, ja. Das Messer sitzt auf 3x3. Ja, der Rotor, ja, aber der Sockel, der sitzt auf 1x1 Feld. Ja, aber das ganze Ding ist ja ein 3x3 Klotz. Das ganze Ding ist ein 3x3 Klotz. Also dann ist das ja egal, ob der in der Mitte fehlt. Den kannst du ja trotzdem hinsetzen. Nur ist die Frage, ob ich von hinten noch da ran kann. Das muss ich dann mal testen, sobald wir. Ja, wir brauchen Stahl dafür, ne? Sonst ist ja. Haben wir Stahl? Ja, ein bisschen sollte da sein. Nee, weiß ich, so will, nee, mit Gottes Willen, ich will das jetzt nicht wegnehmen. Und da noch, nee, das mache ich nicht. Nachher haben wir nämlich da Probleme, brauchen, dass wir irgendwas anderes und dann stehen wir nämlich doof da. Das wäre nicht gut. Ich habe Gammelfleisch hier noch. Warte mal, das ist doch für den Garten, ne? Gartenkiste steht oben. Da ist er. Warte mal, so, zack. So. Das läuft. Und sonst, ihr seid so stille. Wo ist jetzt unsere Base? Achso, ja, ich bin ja gar nicht. Da hinten. Ich bin mir ganz stark. Ich sehe wieder den Wald vor lauter Bäume nicht hier. Meine Schlafsackhullen. Ja. Habe ich O schon gemacht? Dann ist der Wiesn schon mal da. Ja. So. Ein. Ich noch einen weiter raus. Bringen wir alles mal schnell nach Hause gleich. Und wie wir das können. So. Na, so weit wollte ich gar nicht. Mal gehen wir weiter, so. Setz dich hin, jawohl. Gut, okay, machen wir auch gleich. So. Na, jetzt. Eine. Ja, jetzt. Jetzt haben wir es. Bis dahin raus. Ich weiß, so weit will ich auch noch nicht. Na, da fällt mir das ja ab. Gut, circa 70 reicht erstmal. Habe ich doch recht, die Damen kommst zu zweit. Wieso? Hi Else, zweimal in Ausführung.
Ich hör's. Ich hör's. Joe, deine Freundin ist da. Ich bin gerade unpässlich. Wo bist du denn? Da ist sie doch. Ich habe gerade die Lootkiste geholt. Nein! Nein! Die hat geschrien. Das ist ja wohl nicht wahr. Weiß ich, aber sie, die, läuft sie ins Labyrinth? Nein. Tut sie nicht? Da hinten kommt noch eine. Also Nummer 3 kommt auch schon. Halt die Klappe. Klatsch. Ja, ich glaube, die fahren gleich in deinem Loch, Joe. Hey, komm mal her. Hier ist die Musik. Komm mal mit, komm mal mit. Was? Hey Jungs, was ist los? Komm. Komm mit, komm mit. Ja, komm mal mit, ja, komm mal hier rein. Komm mal hier. Der ist schön hier. Komm mal mit. Ja, dann komm doch mal. Los. Ja, los. Mal sehen, ob die hinterher laufen. Irgendwo hauen die. Du bist so dämlich. Ach, die sind so dämlich. Oh, die sind alle da drin schon gewesen, die Justice und so. Naja, ich wollte gerade mal sehen, wie weit die laufen hier. Aber nee. Komm mal her. Ich dachte, sie besorgt die Feuer und Flamme, aber nee. Boah, Justice, immer, die hat so heftige Sauerkrautstampfer, wenn du da rein schließt, der bricht nicht ab, ne? Du willst mal, du kannst den Stiefel haben, wa? Oh, das, sein Bein ist ab. Ja. Schön. So. Mal hier auf den Kleinen, okay, hopp. Mal hier, okay, so, wie weit war ich jetzt? Was ist das hier? War ein zu viel, ne? Hopp, hoch hier, komm. Eine Holzklappe. Plastik. Opa, wo bist du? Warte mal, Ich hab was für dich. Ja. Oh, cool. Handyland. Nee, das ist deins. Hab ich fertig, glaube ich. Hast du fertig? Warte, ich guck. Okay. Ja, Handyland habe ich fertig. Ach, siehst du, okay. So, dann kann ich ja den Strom auch schon mal bauen. Wir brauchen unbedingt Benzin auch, ne? Mhm. Ah. Wie machen wir dann am besten? Dann müssen wir mal losdüsen. Und ein bisschen Wüste suchen, wa? Ja, so ein Schluck Wüste könnten wir gebrauchen. So eine Schluck, ja, ein Schluck Wüste ist aber echt schon cool. Echt nicht schlecht, Mensch. Türen.
Türen. Wow. Schon mal 10 Wasser hier. Zwar schädig, aber immerhin. Zum Kochen. Da drin. So. Schmiede habt ihr hier noch nicht stehen, ne? Was haben wir? Schmiede habt ihr hier noch nicht stehen. Nee. Ach, okay. So. Boah. Sind bei uns sind keine Tiere in der Nähe. Nee, brauchen wir wieder Fleisch oder wie oder was? Ein bisschen haben wir noch. Also wir nicht hungern müssen wir nicht. Also. No, okay, dann geht es ja noch. Wie sieht's aus mit der mittelschweren Schaufel mal? Ja, wenn wir Stahl haben. Brauchen wir Stahl dafür? Oder so eine Eisenschaufel. Für eine Eisenschaufel, ja? Ja, kann aber ich die ist ja doch ein bisschen besser als diese Steinkiste hier. Guck gleich mal eben, Mathe. Sollten wir hier hinten nicht auch noch einen Graben machen, oder? Wie war das hier gedacht? Auf der Rückseite oder wo? Ja? Ja, aber ich habe erstmal, ne? Den Graben habe ich da gemacht und dann sind wir halt zu Quest gefahren. Das war ja gesagt, wo ich gesagt habe, das will ich eben fällig haben. Und bin ja noch nicht weiter, hab ja noch nicht weiter gebunden. Nee, alles gut. Aber Graben sollte schon so wieder bis vorne dran an Eingang. Ja, genau, einmal rum, ne? Ja, also ja. Zumindest in L-Form oder U-Form. Ja, klar. Und ich glaube, den auf der rechten Seite zum Trader hin, den Graben, den kann man sich sparen, dieses 1-1 tiefe Pissloch da. Ja, wie eine Pissrinne. Da gehen die ja so drüber. Ja, aber dann sind die ja gleich bei uns an der Base dran. Oder halt direkt auf Stahl aufwerten als allererstes. Ja, das ist richtig. Dann müssen wir das machen. Und Stacheln davor packen und dann halt auch die richtig dicken Dinger. Müssen wir da halt für investieren. Eisenstacheln und Stahlwände. Du kommst hier nicht rein. Und vielleicht auch den einen oder anderen Geschützturm noch auf die Seite stellen, der da den Gang schön durchpustet. Ja, gut, aber erstmal haken, ne? Ja, ich sag halt, ne? Hinterher. So, was brauchen wir eigentlich an Munition noch? Das ist ja auch noch eine Frage. Wir müssen ja. Ich gebe mal von. 7,62er und 9 mm brauchen wir. Ich gehe mal zum Händler rein. Ich guck mal nach, was der hat. Dann kaufe ich dir noch ein bisschen was ab. Aber wir brauchen was für morgen, ne? Ja. Es ist großartig, dass der Händler bei Ecke ist. Großartig. Ja. So, was machen wir? Mal was ausprobieren. Ja, was hatte ich? So, Munition. Ach, guck mal, ich wollte was mal außen rumlaufen. 3000. So? Wo bist du? Ich bin gerade beim Trailer reingesprungen. Ich komme wieder raus. Hier bin ich. Hinter dir. Alter, 41. Das Schiss. Guck mal hier. Dankeschön. Cool. Also, warte, ich habe hier noch einen Goldklumpen auf Tasche vom Graben gerade. Okay. Ah, nein, das wollte ich jetzt gar nicht mehr machen. Ja. Oh, you want a guarantee, huh? Und hier. Well, maybe you should try Shamway. I'll sell you food, but don't expect me to cook it. Don't let the door hit you on your way out.
What the hell do you want this time? Leben noch? Some days I don't even know why I open the doors. Da kann man fast schon beim Händler reinspringen, wa? Ich kann's. Okay. Wisst ihr? Hier, guck mal. Warte, warte, warte. Wisst ihr? Ja. Jo. Gut, als nächstes noch eins hier. Siehste. Da schon mal vernünftige Türen vor, bester Kram. So, wir gucken hier Strom. Aber wir brauchen Wasser ohne Ende, ne? Wir brauchen Benzin ohne Ende, das ist viel schlimmer. So, Spitzen wollten wir noch machen, ne? Da war da auch was noch verstacheln. Stimmt. Ja, was brauchen wir denn da? Ganz normal Eisen, ne? Für der Holzstacheln. Holzstacheln, so war das ja, stimmt. Mhm. Ja. So, machen wir mal 100. Wir brauchen hier die guten, ne? Ja, hier brauchen wir die guten. Brauchen, machen wir nachher für hier, für die Bs. Ja. So, warte mal. Schrot. Was haben wir denn an Teile? Wir haben ja eigentlich nur Pistole, aber ja, du hast ein Gewehr, ne? Aber habt ihr alle Gewehr? Ja, so ein selbstgebautes Ding, ja, so ein Einser. Ich hab auch so ein Einser. Ein. Selbstgebautes. Okay. Ja gut, es liegt daran nicht viel, was wir bauen können. Ja, die komme ich mit. Besseres bauen kannst du noch nicht, oder? Ein Fünfer selbst gebaut, das kriege ich hin. Was brauche ich denn dafür? Keine Ahnung. Was für ein selbstgebautes? Ja, aber taucht das was? Ja, besser als nix, ne? Würde ich sagen. Aber so viel Munition haben wir, glaube ich, gar nicht. 6 Kleber gehen dafür durch. Wir haben noch nicht mal Kleber. Mal Kleber herstellen. Ja, soll ich denn? Was habt ihr für welche? Ich habe eine Einser. Was ist das für ein Gerät? Selbstgebautes. Maschinengewehr, ja. Selbstgebautes, ne? Ja. Ja.
Schießpulver, wie kriege ich Schießpulver zusammen? Nitrat und was? Nitrat und Kohle, glaube ich. Nitrat, Schießpulver. Ja, Kohle. Na, Kohle? Oh ja, ein bisschen ist da. Ich glaube, bei Moonteile ist drin. Ja, aber es ist nicht viel, was man da rauskriegt. Da kriegst du nicht richtig was zusammen. Ja, da haben wir nur vielleicht einen guten alten Fall und Boden. Ja. Händler abfahren. 1846. Ja, heute nicht mehr. Nee, nächsten Tag einfach mal. Ja, aber die Folge ist ja sowas von durch. Dann sagen wir doch mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.